Herzlich willkommen beim Wochengruß 2241. Wenn ich jetzt behaupte, live aus der Jablonski-Straße, dann merken das die Leute, Daniel, oder? Glaubst du, kommen wir hier als Jablonski? Früher hattest du immer den Jablonski-Straße-Hintergrund manchmal drin. Ja, das stimmt. Den hätten wir jetzt reinmachen können. Aber könnte ich reinmachen, aber so schnell doch. Virtuelle Filter, nee, den doch. Da ist er. Also, wir haben den Wochengruß 2241, jetzt, wie man sieht, live aus der virtuellen Jablonski-Straße. Ich kann das leider auch aus dem Weg gemacht. Finde ich schade, das sah doch gut aus. Ja. Ja, jeder von uns beiden ist bei sich zu Hause. Die Jablonski-Straße ist momentan im Standby-Modus, im demnächst wird renoviert-Modus. Da findet diese Woche nichts statt. Wir treffen uns hier. Wir haben gerade einen Podcast zusammen aufgenommen, aber nur mit Ton ohne Bild und reden jetzt über das Wochengruß-Video. Und es wird schwerpunktmäßig, habe ich dich schon vorgewarnt, darum gehen, um den Online-Modeling-Tag am 4. Advent, wo du ja wahrscheinlich auch im Team mit dabei bist, wo es ein weiterer Beitrag dazu ist, das Modeling aus dem Elfenbeinturm des NLP in den gelebten Alltag zu bringen. Ich glaube, das ist auch gut, wenn wir darüber reden, weil ich erinnere dich als einen von denen, die wirklich im Alltag modellieren. Mhm. Was ich ja toll finde. Ich meine, das ist eigentlich, wo es hingehört. Ja, also ich finde, das ist so naheliegend, wenn man so eine Sachen lernt im Seminar und sich damit ja auch beschäftigt und da ja auch Zeit und Geld irgendwie investiert, dass man dann halt in diversen Alltagssituationen, wenn man Menschen begegnet, die irgendwie eine coole Begeisterungsstrategie, eine coole Art und Weise Beziehungen zu führen haben oder die irgendwie mit Geld auf eine fantastische Art und Weise umgehen oder dergleichen, da einfach mal reinzuschmecken und einfach mal nachzufragen, so hey, wie machst du das? Ich meine, klar, das ist natürlich auf die eine oder andere Art schon auch ein Alltagsphänomen. Mhm. Also das macht, glaube ich, jeder, aber das eben mit Bewusstheit auch zu machen. Ja. Eben zum einen, um mal abzuchecken, was steckt denn da eigentlich überhaupt dahinter? Was ist denn der Preis für so eine Strategie überhaupt? Und nicht in so einer bedingungslosen, ach, ich wäre so gern wie du, Trance irgendwie festzustecken, sondern sich manchmal halt klar zu machen, so, okay, das braucht jetzt ein kleines bisschen Arbeit, das eben mit zu übernehmen von dem anderen oder eben aber auch zu der Erkenntnis zu kommen, nee, das Preisschild, was da dran hängt, ist mir eigentlich zu groß. Und eben froh zu sein, dass es andere Menschen gibt, die eben an meiner Stelle diese Strategien verfolgen können. Genau, was du da sagst, ist nicht exakt das, worum es da auch gehen wird. Wir modellieren sowieso die ganze Zeit. Also wir modellieren ja wirklich von dem Moment der Geburt an. Da werden dann die Eltern modelliert, die Familie, die Geschwister, wenn es welche gibt, später dann die Freunde, die Lehrer, die auch fast alles, was man an Strategien mit sich rumträgt, ist von anderen Leuten modelliert worden und, wie du es eben gerade gesagt hast, unbewusst. Ja. Und genau das gilt es zu ändern. Mhm. Und darum ist es auch einer der wenigen Punkte, wo ich wirklich mit dem von mir geliebten, geschätzten, verehrten John Grinder nicht übereinstimme. Der sagt ja, beim Modeling ist Schritt 1, du brauchst ein Genie als Vorbild. Mhm. Und da sage ich, Quatsch. Wir modellieren sowieso Kreti und Pleti. Ja. Und übernehmen das. Also wenn du dir die ganzen Strategien anguckst in Gesundheit, Beziehung, Finanzen, Lernen, persönliche Entwicklung, Spiritualität, du hast sowieso alles von anderen Leuten übernommen. Mhm. Und die meisten davon waren keine Genies. Nee. Für mich ist dieses Erwachsenwerden und auch im NLP Erwachsenwerden ist genau das, was du gesagt hast, dass man bewusst überlegt, was habe ich modelliert, von wem will ich es beibehalten und dafür dankbar sein? Oder ist der Tag gekommen, wo ich sage, es war schön bis jetzt, jetzt hätte ich da gerne eine andere Strategie. Und dann brauche ich auch kein Genie als Vorlage, weil wenn der neben mir das ein signifikantes Stückchen besser drauf hat, dann bringt mir das oft mehr als ein Genie. Ich sage oft als Beispiel, nehmen wir an, du hast, ich erfinde mal irgendeine Zahl, 2.500 netto im Monat. Ich glaube, das ist ungefähr das deutsche Durchschnittseinkommen. Und du hättest jetzt die Gelegenheit, mit Jeff Bezos über Geld zu reden. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts, weil das ist so weit weg von deinem Niveau. Das, was er sagt, klingt für dich entweder wie Science Fiction oder wie Plattitüden. Wenn du aber mit 2.500 Euro im Monat mit einem reden kannst, der 5.000 verdient,
was verglichen mit Jeff Bezos immer noch traurig ist. Das könnte dich weiterbringen. Manchmal ist sogar ein Genie überhaupt nicht hilfreich. Wie im, am Klavier, wo das auch viele nicht verstehen, dass es kaum einen Klavierlehrer gibt, der für Anfänger wie auch für Profis gleichermaßen gut ist. Klavierlehrer, die dich auf den Chopin-Wettbewerb vorbereiten, sind nicht die Klavierlehrer, mit denen man einsteigt im Klavierspiel. Drum gibt es am 4. Advent einen Tag über Modeling im Alltag. Oder ich erweitere das nochmal auf ein anderes Beispiel. Also das Thema, was mich ja zum NLP gebracht hat, war damals ja das Thema Flirten und Beziehungen aufbauen, wo ich einfach mal furchtbar drin war. Und auch mein erster Impuls war natürlich, mich mit irgendwelchen Pickup-Artists, die auf künstlerische Art und Weise irgendwie jeden Tag irgendwie 2, 3 Frauen ins Bett kriegen würden, wenn sie es wollten. Das war natürlich ein Zielbild, was, wie sich für mich, ich mir am Ende auch eingestehen musste, gar nicht überhaupt attraktiv für mich ist. Und was halt auch von meinem gegenwärtigen Punkt so weit weg war, dass jeder Versuch und jeder noch so kleine Erfolg in die richtige Richtung trotzdem immer noch irgendwie demoralisierend und demotivierend gewirkt hat. Und da eben entsprechend andere Vorbilder, die eben auf eine natürliche, normale Art und Weise mit Frauen umgehen können, war für mich sehr, sehr viel sinnvoller. Das wird auch an dem 4. Advent bei dem Online-Tag ein Thema sein. Uns werden ja von den Medien so viele Vorbilder angeboten, die einfach überhaupt keine geeigneten Vorbilder sind. Es gibt ja wohl diese Regel, dass wir geprägt werden von unserem Umfeld, und das sind die mindestens 5, maximal 250 Leute, die wir als unser Rudel sehen. Jetzt, wenn ich, und in die Falle bin ich wirklich mal reingeraten, wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann bin ich jetzt Unternehmer. Wenn ich jetzt anfange, meinen Rudel aufzuzählen und ich sage, ja, Unternehmer wie ich sind Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk und so weiter und so fort, und ich zähle davon 5 auf, dann bin ich einfach ein armes Würmchen. Aber sobald ich anfange, mich mit ähnlichen kleinen Unternehmern, die 1, 2 Angestellte haben, die einen kleinen Laden haben, zu vergleichen, plötzlich kann ich Sachen modellieren. Ich meine, sorry, was hilft mir die Bill Gates-Strategie für mein NLP-Institut? Vermutlich überhaupt nichts. Nee. Und drum, ja, auch das gehört für mich dazu, dass man bewusst so eine Art mentale Hygiene macht. Wen akzeptiere ich überhaupt als mögliches Vorbild und wen nicht? Und da hast du völlig recht, da sind diese Klischee-Flirtmeister, die man da in den Medien sieht, vermutlich auch nicht die, wo du sagst, das sind's. Außerdem ist meine Erfahrung inzwischen, dass ganz viel von dem, was diese Leute in den Medien von sich geben, in Wirklichkeit gar nicht stimmt. Nee, das stimmt. Muss man auch dazu sagen. Das sind zum Teil wirklich kunstvoll aufgebaute mediale Bilder, die durchaus ihren Sinn haben in so einer Art Flirtgott, Flirtgötzen, Ideal. Aber ein Ideal ist ein Leuchtturm, das soll eine Richtung vorgeben und es geht nicht darum, das Ideal zu erreichen. Genau. Und so werden wir uns halt angucken, die 5 Robbins-Bereiche, habe ich sie, glaube ich, schon, Nee, wir haben es noch nicht genannt, glaube ich. Gesundheit, gibt keine Reihenfolge, aber Tony Robbins meinte mal, es gibt 5 Bereiche im Leben, um die sollte man sich mal irgendwann kümmern, sonst kümmern sich die Bereiche um dich. Und das sind die in irgendeiner beliebigen Reihenfolge: Gesundheit, glückliche Beziehungen, finanzielle Freiheit, Lernen und persönliche Entwicklung ist ein Bereich und Spiritualität. Und wenn man sich die anguckt, also gerade wenn du Leute fragst, warum lebst du nicht das Leben, was du leben möchtest, kommen normalerweise diese 5 Bereiche als Einwand. Ja, ich bin dafür nicht fit genug, ich habe nicht das Geld, mir fehlt die Zeit, ich bin zu dumm, hat doch keinen Sinn und meine Frau ist dagegen. Und darum hat Tony Robbins wirklich recht, diese 5 Bereiche musst du mal irgendwann anpacken. Und ich glaube, in jedem dieser Bereiche, wenn du dich umguckst in deinem Umfeld, wirst du Leute finden, wo du sagst, der macht in dem Bereich insgesamt oder in einem Aspekt, macht der es besser als ich. Und da wäre es doch schön, und das machen wir am 4. Advent, da wäre es doch schön, wenn man das von den Leuten übernehmen könnte. Und das kann man, weil ich glaube, du bist dafür der beste lebendige Beweis, dass du halt bei mir die Ausbildung besucht hast und einer von denen bist, die Modeling wirklich in ihren Alltag übernommen haben. Ich glaube, du läufst rum und wenn du was siehst bei irgendeinem, kommt dir vermutlich die spontane Frage, ey, wie machst denn du das? Genau. Was eine für uns naheliegende Frage ist, für viele Menschen nicht.
weil die dann vielleicht lieber mit Neid oder ich bin eben anders arbeiten. Mhm. Und dann wahrscheinlich du auch, aber das würde jetzt hier zu weit führen, das zu erklären. Weißt, wie du mit den Antworten umgehst, wenn der Mensch sagt, keine Ahnung, das geschieht einfach so, was halt die klassische Antwort ist, wenn man Leute fragt, wie sie es Ja, meinen. beziehungsweise ist es natürlich ja so, dass man durch die Art und Weise, wie jemand spricht, zwischen den Zeilen ganz viel mit ein bisschen Erfahrung auch raushört an Glaubenssätzen, an Werten, an also mit, wenn man die spitzen NLP-Ohren irgendwann entwickelt hat, die 4 Quadratmeter groß geworden sind, dann ist es leicht, auch eine Strategie von jemandem rauszuhören, worauf achtet der denn, was ist in dem jetzt wichtig, worauf richtet der seine Aufmerksamkeit, und das war jetzt doppelt, und muss da nicht mal unbedingt jetzt so eine klassischen hölzernen Fragen stellen, sondern das kann dann auch ganz normal aus dem Smalltalk heraus passieren, beziehungsweise es reicht ja auch, wenn man den jemanden auf der Bühne sprechen hört und dem einfach eine Weile zuhört. Oder wenn man ein gutes YouTube-Video sieht. Also diese ganzen Pickup-Artists, die habe ich ja auch nicht persönlich getroffen, sondern habe dann auch eher Videos von denen geschaut und im Nachhinein dann, nachdem ich Modeling konnte, mir vielleicht auch das eine oder andere coole Element aus deren Strategie mit rausgenommen. Aber eben nicht mehr das komplette Modell. Jetzt muss ich eingreifen und ganz klar sagen, was du jetzt erzählt hast, werden wir nicht an einem Tag einlösen können. Schade. Das ist die Modeling-Ausbildung, über die du jetzt geredet hast. Also mein Ah. praktischer Modeling-Master, Modeling-Trainer, weil um das zu haben, was du jetzt sagst, da muss man ein bisschen mehr investieren. Aber ich meine, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und warum sollte der erste Schritt nicht am vierten Advent sein? Da werden vermutlich ein paar hundert Leute da sein. Wir machen es auf Zoom in Breakout Rooms. Man hat so unglaublich viel Gelegenheit, Leute kennenzulernen und denen Fragen zu stellen. Und im Grunde geht es ja darum, an diesem Tag den Start dafür zu sag mal, Start ist, setzt man einen Start? Nee, Start gehen. Jetzt bräuchte man Handlungstypen. Was macht man mit Starten? Zu Man geht den starten. nächsten Schritt. Man startet. Also es geht darum, zu starten, dass man halt einfach Leute fragt, wenn die irgendwas können, wenn man, dass man hinguckt, dass man zuhört, dass man halt aufmerksam ist für die anderen Leute und auf deren Stärken achtet, nicht auf deren Schwächen. Genau. Und ich freue mich drauf. Das wird schön, der Modeling-Tag. Den klassischen Rest vom Wochengruß lassen wir heute einfach mal weg. Jablonski-Woche. Ich mache es im extrem Schnelldurchlauf. Dienstag kommt der Podcast, diesen Dienstag mit Daniel und mir. Donnerstag kommt das klassische Studio Jablonski-Webinar, diesen Donnerstag mit Daniel. Samstag kommt der Newsletter im Augenblick über Sprache und Sonntag kommt schon der nächste Wochengruß. Und am Sonntag, den vierten Advent, kommt das Online-Seminar über Modeling im Alltag, der Code des NLP als Code für ein erfülltes Leben. Daniel, ich danke dir für diesen Wochengruß Gerne. und vielleicht nächste Woche wieder Jawohl. Theater. Ach, zeig doch noch mal ganz kurz die Jablonski-Straße zum Ende. Das ist so ein schönes Schlussbild. Einmal noch Klick. Die berühmte grüne Wand. Und zack. Ach, wie schön. Aha. Tschüss. Tschüss.